Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Freedom. Am heutigen Tag mit dabei sind German Let's Play Zombie und Candy. Hallo. Hi Leute. Na, seid ihr gut drauf? Ja. Freedom Squad, Alter. So, ja, also, Freedom Squad und Candy. Obwohl, du gehörst ja mittlerweile auch zum Freedom Squad, Candy, ganz ehrlich. Du hast so viele Schlachten mit uns geschlagen. Und eine. Jetzt mach das doch nicht kaputt, Zombie. Manu! Manu! Warum sprengst du unsere Eingang? Oh nein! Was Mama, tust du? Ich bin einfach hier hingelaufen. Ja, und hast den Knopf gedrückt. Ja, das war noch eine ganz, ganz... Och, das war die ganz, ganz alte Falle von MC Expert. Nein. Okay. Warum ist die denn noch da? Ja, warum nicht? Drück doch nicht irgendwelche Knöpfe. Stand hier drauf, bitte drück mich. Ja. Okay, ich werde mal ganz kurz zu Edgar gehen, während Manuel sich vielleicht mal den ein oder anderen Bruchstein schnappt, um das vielleicht ein bisschen zu fixen. Thank you, Manuel. Warum ist denn auch Lava? Ja, jetzt tu doch nicht so, als wäre das unsere Schuld. Ja, ist es auch. Warum warnst du mich denn nicht? dieser Schalter ist da seit bestimmt locker 100 Folgen. Das ist so krass, dass es überhaupt so lange angehalten hat. Dass den niemand gedrückt hat. Das gibt's doch nicht. So, Edgar, du kleine Fratz. Hallo, Paluten. Hey, Edgar, wie sehen nun unsere nächsten Schritte aus? Wir haben mittlerweile eine große Armee um uns gesammelt und viele Allianzen geschlossen. Wir könnten langsam den Angriff auf das Schloss planen. Allerdings bräuchten wir für das ultimative Battle noch ein paar alte Verbündete und Klone. Zum Beispiel Izzy ist ja scheinbar auf seiner Mission verschollen. Stimmt, Izzy, wo bist du? Auch seit die Falle installiert wurde, ist Izzy auf einer sehr, sehr geheimen Mission. Ich habe schon General Dieter Bescheid gegeben, nach ihm zu suchen. Aber auch die gute alte Sturmwaffel oder Maudado wären starke Verbündete. Rede am besten mal mit Professor Ente. Ja, das wäre super! Gute alte Sturmwaffel. Wir haben Maudado doch. Haben wir Maudado nicht hingerichtet? Ja, aber wir haben doch immer noch DNA von Maudado. Hoffe ich zumindest. Professor Ente, haben wir noch DNA? Guten Tag, ja. Guten Tag, Sir. Ja, wir haben übrigens noch DNA. Professor Ente? Ja? Junge, er ist kein Pirat-Zombie! Hey, er sagt ja nicht ja! Hörte sich an wie ein Pirat. Hallo, okay. Paluten, was kann ich für dich tun? Wir benötigen in nächster Zeit ein paar YouTuber-Klone für den Sturm auf die Basis von Xarhot. Das lässt sich durchaus einrichten. Ich habe zwar momentan nur einen begrenzten Vorrat an YouTuber-DNA, aber wir schaffen das schon. Perfekt, vielen Dank! Wann werden die Klone denn ready, Mr. Ente? Ich sag dir und den anderen sofort Bescheid, wenn sie fertig sind, okay? Ja, perfekt. Vielen Dank, Mr. Ente. Wir haben übrigens deinen Evil-Klon, den du erschaffen hast. Für die Leute, die das vielleicht nicht wissen. Denn Professor Ente hatte damals zur Produktivitätssteigerung Klone von sich selbst erschaffen. Und einer davon, ja, war letztlich leider nicht ganz so nett. Ach, was mit den restlichen passiert? Die arbeiten immer noch bei ihm in der Basis. Ach so. Die sind ja alle noch am... Alter, wie schnell habt ihr das eigentlich hier alles wieder... Ja, das habe ich alleine gemacht. Nee, ich sehe hier Candy die ganze Zeit nur. Nee, das bin ich. Ich habe nichts gemacht, ja. Wo bist du denn? Ich hol gerade mehr Steine. Ach so, da kommt er. Ach du, ich muss immer noch sagen, ich bin sehr, sehr begeistert von deinem Pulli. Nicht von meinem Schal? Wie von beidem. Oh, danke schön. Das ist einfach... Warte mal, ich sollte mich vielleicht auch mal ein bisschen... Zick. Wir sind wie Zwillinge. Oh, zieh dich aus, ja. Oh, aber du hast einen längeren und deiner ist ein bisschen schmaler. Ja. Und du hast einen auf die Kürze kommt es nicht an. So, Challenger, was geht nun ab hier? Lass mich in Ruhe, ich habe keine Zeit. Junge, seit wann bist du denn so unfreundlich, Challenger? Komm mal klar auf dein Live. Hallo? Hallo? Hast du für mich Zeit? Jojo! Der hörte sich nicht ganz so an wie der Challenger. Doch. Ja doch, der hörte sich an wie ein Pirat.
Dann Zombie mir nochmal so einen kleinen Bodycheck von der Side of Life gegeben. Warte mal, wir haben auch lange nicht mehr mit dem guten alten Iggy. Boah, wie viele Wachen sind denn hier schon wieder? Junge. Alter. Mach bloß, dass ihr wegkommt. Ihr Verrückten. Haus cool. Ach, ne. Ja, ich habe ein Breitschwert der Edgarianer. Ich weiß zwar nicht, wem das eigentlich gehört. Guck doch mal, wie mein Haus heißt. Das habe ich da aufgestellt in dem Altar, wenn du es rausgeklaut hast. Haus cooler. Nein, habe ich nicht. Hier ist okay. Es. Okay. Dann ist ja alles gut. Da ist es ja, wie es ist. Wie du es verlassen hast. Oh, das ist natürlich jetzt ein Battle, Alter. Haus cool. Haus cooler. Junge. Oh. Okay. Jetzt bin ich jetzt mein Kind flieht. Aus Coolerer. Ich muss ganz ehrlich sagen, die heutige Folge ist mal wieder richtig, richtig schön oldschool, nachdem wir ja wirklich in den letzten paar Tagen sehr, sehr düstere Folgen hatten mit den Illuminaten, wirklich sehr, sehr, ja, sehr, sehr angsteinflößend. Wer aber nicht angsteinflößend ist, ist der kleine Iggy. Paluten, Iggy hat dich lange nicht mehr gesehen. Ja, Iggy, das ist auf jeden Fall schon etwas her. Wie geht's dir denn, du kleine Fratz? Iggy geht es gut, aber Iggy fragt sich, was mit seinen Brüdern ist. Welche Brüder? Die wir während meiner Rettung gefunden haben, nachdem ihr den Schädelbrecher besiegt habt. Stimmt, wir hatten ja noch diese Taumium-Dudes und den Steingolem. Wo sind die, Iggy? Sie müssten noch im Rathaus von unserem Dorf liegen. Iggy hätte gerne seine Brüder im Dorf. Iggy, wir kümmern uns drum. Vielen Dank, Paluten. Iggy ist dir sehr dankbar. Ja, kein Problem. Machen wir. Ich weiß zwar nicht ganz genau, wie die Golems funktionieren, denn damals bei Minecraft Mark habe ich es nie wirklich hinbekommen, einen wirklich produktiven, weil ich hatte so eine Mana-Bohnen-Farm. Aua! Was ist passiert? Manu hat mich geschlagen. Aua! Warum macht man das? Hä? Candy, wieso hast du Paluten gehauen? Candy, ich hab's genau gesehen. Hä, wie hast du mich... Ups. Nicht nett. Muss ich erstmal eine Karotte essen. Junge, ich werde von allen möglichen Leuten geschlagen. Ja. Ich drehe euch nie mehr den Rücken zu. So. Ah, hier. Stimmt, Golem-Upgrade-Ordnung. Sammeln, ernten. Okay, warte mal. Ich nehme das mal alles. Stimmt, ich habe auch immer noch den Greifhaken. Da haben mich die Leute ein bisschen für kritisiert, dass ich den im Kampf nicht benutzt habe. Ich brauche einen Faden. Ja. Ach! Okay, warte. Haben wir Fäden? Bestimmt. Jo, ja, wie mega viele. Warte mal, ich nehme mal ein Stack hier raus. Und zack. Alter! Schon ist Pidissel weg. Gefährlich. Ich bin Spider-Man. Zack. Und direkt nach oben zu meiner Frau. Ins Schlafzimmer. Ins Schlafzimmer. Aber ich komme hier nicht rüber. Komme ich hier nicht... Oh Gott, da bin ich ein bisschen gestolpert. Egal, ich muss wieder zurück. Zack. Warte mal, was haben wir denn hier von den Leuten? Wir haben Taumium-Golem. Und sammeln und... Warte mal! Wir haben doch da unten noch unsere kleine Farm. Zack. Ach, mit den Karotten? Ja, genau. Ja, die kenne ich noch. Warte mal, hier einfach elegant runter. Guten Tag, Mr. Huhn. Du bist aber nicht General Dieter. So, warte mal. Ist jetzt die Frage. Ich könnte doch jetzt rein theoretisch... Komm her, du kleine Taumium-Golem. Zack. Da steht er. Hat allerdings noch keinen Kern. Oh! Warte mal, sammeln, ernten. Dann nehme ich den und dann einfach, glaube ich... Ja, er lebt! Leute, er lebt! Guckt ihn euch an! Ich habe ein Brutzeln gehört. Aber guck mal! Er lebt? Was? Hallo. Ich will auch sehen. Ach so, ich hab verstanden. Oh Gott, was macht... Er erntet! Er macht es tatsächlich! Warum ist er halb tot? Ja, weil er... Wir haben ihn gerade aufgestellt. Warte mal, wenn ich jetzt sammeln... Dann packen wir den Steingolem hier hin. Zack. Sammeln. Und jetzt sammelt's. Ja. Er sammelt's auf. Ja, kleiner Arbeiter. Perfekt. Aber er nimmt die anderen Karotten nicht. Hä?
Er nimmt nur die Samen. Warte mal, ich hab hier die Glocke. Nimm die Sachen. kannst du sie irgendwie in eine Kiste packen? Nimm. Oh, warte mal. Ich habe jetzt irgendwas hier eingestellt. Ach, Meister. Soll ich irgendwas Bestimmtes aufsammeln? Oh, das ist perfekt. Weil ich nehme mal die Carrots. Ja, aber wir bräuchten einen, der das noch wieder neu pflanzt. Weil so slurpt er das ja einfach nur weg. Hier, zack. Einmal hier. Die Dinger. Ne, die kann ich... Achso, die habe ich auch noch nicht. Karat-Carrot. Und dann... Warte, aber könntest du die Samen aus der Hand nehmen? Ich werfe mal ein so ein Ding, so eine 24-Karat-Carrot. Werfe ich da hin. Jetzt müsste er das doch einsammeln. Mach es doch! Ach, Mann. Ich hab keine Lust. Warte mal, kann ich dich hier... Los zum Feld, Taumium Golem. Du musst ernten. Schnell! Juckt ihn scheinbar nicht wirklich. Wir bräuchten noch Namen für die. Nein, 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 mach das doch nicht zu. Ich will aber nicht, dass die farmen. Ich will aber nicht. Die bräuchten auch noch irgendwie einen Namen. Einer soll Zombie heißen. Manuel. Kann man den Nametag geben? Bestimmt. Haben wir Nametags? Guck mal, Manuel, guck mal schnell nach. Ja. Ich versuche momentan einfach mal... Warte mal. Komm mal mit, Bro. Zack. Der hat das auf jeden Fall... Ja, haben wir. Nice. Oh Gott, ich wollte dich nicht schlagen, es tut mir leid. Mr. Taumium Golem. Hast du auch einen für mich, Manu? Ja. Ach, vier markierte Orte. Ach, warte, ich hab keine Level. Direkt mach du. Hier hinstellen. Er sammelt, Leute! Ja! Aber er... Jetzt müsste der andere... Warte mal, ich kann hier scheinbar mit der Glocke... Oh Gott. Jetzt soll er hier hinkommen. Zack. Nimm das. Und dann musst du einsammeln. Ich gebe dir die Sachen hier. Nein, es geht nicht. Was? Du bist nicht mal Meister. Hier, nimm mal. Okay. Mach mal Rechtsklick. Ich bin Golem. Ich sammle alles auf. Nein, doch nicht den. Ja, wieso denn? Der ist so lila. Der wird zu Zommel passen. Ach so. Nein. Oh, es tut mir leid. Hallo, Manuel. Pass auf. In Gedenken an Herr Bergmann. Zack. Zombie. Zombie. Perfekt. Manuel und Zombie. Die kleinen Fratze. Boah, ey. Zombie. Ist das bei euch auch schon wieder so warm, Leute? Ja. Ich schamilze hier richtig. Was sie denn? Ich weiß es nicht. Sie wackelt so ein bisschen mit dem Kopf. Bei mir auch. Ach so, ach Candy. Du hast auch einen Pulli an. Zieh den doch aus, Alter. Genau, Candy. Ja, perfekt. Da haben wir das mit dem Golems. Sind ja auf jeden Fall perfekt am Arbeiten. Wir bräuchten nur noch mal irgendwie... Rüstungen. Ich weiß nicht, die irgendwie sammelt die nichts auf, oder? Ja, ich müsste halt noch mal mit der Golem-Dingens hier ran. Im Notfall repariert die Professor Ente. Das stimmt. Lovely Dingens. Zack. Dann nochmal die Seeds. Dann packe ich hier so eine raus. Ich glaube, darum müssen sie sich eh nicht kümmern. Und Güsal-Seeds. Zack. Achso, das sind die Carrot-Dinger. Weil jetzt müsste ich das einfach dahin packen können. Okidoki. Menu, Zombie. Schön mit euch. Arbeitet. Nein, der andere. Oh. Werde ich jetzt ersetzt? Nein, du bist unersetzt. Bringt ihr mich jetzt auch um? Nein, weshalb sollten wir dich umbringen? Ja, komm, Paluten. Endlich. Endlich. Okay, ich zieh die Dusterwing. Und jetzt kassiert er. Nein! Oh, ich habe eine Feder hier. Ich habe gar keine Munition, ups. Ich habe auch nur noch drei und zweimal. Hier, nimm das, du Opfer! Und zwei Magazine. Oh nee, meine Schwäche! Ja, er ist allergisch gegen Weizenkörner. Manu, können wir mal alleine reden? Ja. Warum? Okay. Komm mit. Psst, Zombie. Hilfe. Ja. Okay, wir spielen Mäuschen. Hilfe. Ja. Hilfe, Leute. Ich bin weg, Zombie. Ich höre euch doch. Alter. Oh. Was macht ihr da? Nichts! Nichts, ich bin weg! Naja, ich gehe Paluten besuchen beim Haus. Ah ja, okay, gut zu wissen. Manu.
Ja? Ich seh dich doch da oben. Ja, ich mach nichts. Was? Sie hat sich in... Ja, sie aber, hat sich in Manuel verliebt. Aber ich hab doch Alec und den anderen Typen in meiner Basis. Was soll ich... Nein. Hilfe, Leute. Hast du uns gerade angeschossen? Was tust du denn? Ich mach nichts. Alter. Ich glaube, Candy will dich. Alter, Candy will's wissen. Aber man kann ja nur mit einem verheiratet sein. Und der Typ da hinten im Keller ist ja nur als Ersatz da. Weil Eli gerade irgendwie... So. So. Tja, Candy, hättest du mal Pidizzle genommen. Jetzt ist zu spät. Hä? Wieso bist du denn jetzt da? Willst du dann nicht mich heiraten? Ich bin doch schon verheiratet. Ach Mann. Ach du. Hä? Candy? Du bist verheiratet mit... Fragezeichen? Was? Wer ist dein Mann? Wieso, mit wem ist sie verheiratet? Mit wem ist sie verheiratet? Ja, mit Fragezeichen. Wer ist denn Fragezeichen? Ja, die drei Fragezeichen, keine Ahnung. Du Betrügerin. Ich bin nicht verheiratet. Candy ist der... Zieht die Waffen! Nein! Alles gut. Candy muss sterben, stimmt jetzt ab. Nein, Candy muss nicht sterben. Candy, du bist immer herzlich willkommen. Ja, ja, was mache ich jetzt, wenn Alter? Keiner Candy heiratet, ist die doch komplett nutzlos. Sie ist ja die, oh Gott! Oh, was ist denn nicht so gemein zu die arme Candy? Ach, warte, Candy, warte mal ganz kurz hier. Sie will zurück nach Hause! Warte mal ganz kurz, Candy. Nein, lauf, Candy! Candy ist doof. Da! Nein, wie kannst du... Hallo? Nein, du nennst dein Kind... Oh Gott, die arme Candy. Warte mal 10 Minuten, dann plan ich das. Ach, Candy. Wie, du willst jetzt... Du willst jetzt echt wieder nach Hause gehen? Candy. Wir brauchen deine Hilfe, Candy. Ja, aber wir können sie ja rufen, wenn es zum Sturm geht. Aber Candy, ich respektiere das. Ich respektiere deine Entscheidung. Wenn man rejected wird, ist es nicht sonderlich einfach. Was aber einfach ist, meine Damen und Herren, ist... Das Paluten zu schlagen. Nein, au, ja, das stimmt. Leute, das war's mit der heutigen Folge. Mal etwas länger, aber in der kompletten Oldschool-Variante. Wir haben heute viel hier im Dorf zu tun gehabt. Ich fand's mal wieder wirklich schön. Leute, wenn's euch gefallen hat, lasst definitiv eine Bewertung da, lasst ein Like da. Schaut unbedingt bei German Let's Play, Zombie und Candy vorbei. Die sind alle drei unten in der Videobeschreibung verlinkt. Candy, vielleicht sehen wir uns beim nächsten Mal. Wir lassen uns überraschen. Morgen um 14 Uhr geht's weiter. Haut rein. Tschüss.